Seifenstein, haben wir noch was bei der Post? Ja, ein gewisser Uhrmachermeister Peter Meyer aus Irten schreibt uns da, er möchte seinen Führerschein wiederholen. Du hast dann den verloren beim Fischen oder irgendwas. Da muss er schon ein bisschen aufpassen. Majestät, ist ein bisschen eine delikate Angelegenheit. Was? Angesoffen gefahren ist er? Und das darf man gar nicht, habe ich nicht gewusst. Sonst, Seifenstein, wozu braucht denn der überhaupt einen Führerschein? Ja, Majestät, der hat sehr weite Wege zu machen. Der muss von seinem Schlafzimmer da unten zum Volksbank rübergehen. Dann zum Biller rauf und zum Mittag noch Mittagessen zum Rudolfer. Ja, das sind wahrlich weite Wege. Ich glaube, wir geben ihm wieder einen Seifenstein. Wo haben wir denn? Schicken Sie an diesen. Majestät, das ist ja ein Radführerschein. Ja, das wäre viel besser für einen, der ist schon immer Väter, der Kerl. Für den Fußgänger. Seifenstein, haben wir noch was bei der Post? Es geht bei der Post, haben nichts mehr, jetzt haben wir nur die Audienzen raus. Meine Damen und Herren, lieber Kaiser, Josephine Schretthauser. Oh, eine attraktive Person, ja, was bringt sie denn mit? Eine Kleinigkeit von unserem Geschäft. Eine Glühbirne, die haben wir ja noch gar nicht. Ja, bedankt sich. Seifenstein, stellen Sie es zu den anderen. Aber ich glaube, Josephine, ich muss mir diese zu Ihnen setzen. Das ist eine äußerst attraktive Person. Plaudern mal ein bisschen. Wo ist sie denn her? Ja, ich bin etwas Fischer. Fischen tut sie auch. Das ist eine Ortschaft, der größere zwischen Döllach und Ketten. Ja, ich habe überhaupt nicht gehört, dass das auch zu unseren Land gehört. Aber erzählen Sie, wie kommt sie da noch hier hin? Ja, mit dem Auto bin ich gefahren zu sich. Ja, und was macht sie da hier? Ich habe schon gehört, so eine Elektro-Geschichte, was... Der Manfred, und das ist mein Mann, anwesend der beste Elektriker weit um, heißt aber nicht, dass er kurz sein wird. Ah, da führen Sie eine Elektrogeschäft in Hirten. Ja, und erzählen Sie einmal, wahrscheinlich wird da wenig Freizeit bleiben. Hat sie vielleicht Hobbys? Ja, laufen, aber das Liebste, was ich tue, ist ein Golf. Ein Golf fährt sie. Nicht Golf, Golf spielen. Ein Golf, ja, das ist ein ganz ein elitärer Sport. Das ist ja furchtbar schwer zu erlernen. Überhaupt nicht. Das ist immer ein Heli, da musst du auf Fragen sein und ist erlernt. Ach so, in Irten spielen sie alle Golf. Das ist ja wunderschön. Und sag, sie hat sich ja sonst irgendwelche Vorstellungen. Was würde sie gern machen? Ja, eigentlich bin ich Kämmer, weil so mein Spüß verlangen wäre, dies tanzen. Und da hätte ich Frauen, ob vielleicht der Kaiser mit mir beim heurigen steirischen Rasen getanzen würde, weil der Manfred geht ja mit mir nie. Aber geh! Josephine, wie stellen Sie sich das vor? Ja. Wie soll ich das meiner Sisi erklären? Na, dann erzählen wir gar nichts, nicht? Das sagt ja mein Manfred auch nicht. So meint sie. Früher war es ja schön. Da bin ich froh, dass er mir fort. Und dann haben wir. Na, was? Dann sind wir fortgegangen, dann haben wir was gegessen, ein Glaser Wein getrunken. Und dann Zärtlichkeiten austauschen. Du hast ja eine schöne Zeit hinter sich gehabt. Ja, ja, erst Dienstag vorgegangen, Freitag. Aha! Josephine, was macht sie heute Morgen noch? Ich glaube, Seifenstein, wir werden jetzt die Audienz beenden. Ich glaube, wir mischen da Wiesel und das Volk. Das sind sehr interessante Leute, ja, da hier in Irland. Ja, das hat mich wirklich.